Hallo und herzlich willkommen heute zu einer ganz speziellen Folge von Schweighofer Art. Ich bin hier mit meinem Art-Team bei uns hier unten vor dem Studio. Wir haben eigentlich ein recht schlechtes Wetter. Es wird hoffentlich nicht regnen, aber Regen spielt heute eine sehr große Rolle. Wir werden uns nämlich eine Regenmaschine bauen und euch teilhaben lassen daran, wie man sowas macht. Ich muss zugeben, wir haben das noch nicht wirklich ausprobiert. Wir werden das jetzt selbst einmal testen. Also ihr werdet live dabei sein, wie wir das jetzt ausprobieren. Ziel der ganzen Geschichte ist, wir versuchen eine Regenanlage zu bauen, die eben gezielt Regen auf das Model wirft, ohne dass das ganze Equipment, der ganze Strom oder eben das ganze Team, was fotografiert, nass wird. Und wir haben uns dabei gedacht, am einfachsten wird es wahrscheinlich gehen mit einem Schlauch, kostet 20 Meter um die 6 Euro, nicht wirklich sehr viel. Dann um den ganzen anzuschließen, so ein ganz normales Gardena-Set. Ganz wichtig, die Düse, die am Ende des Schlauchs ist, sollte verschließbar sein, weil wir werden in den Schlauch dann Löcher bohren, aus dem kommt dann das ganze Wasser raus und deswegen muss hinten zu sein. Dann brauchen wir Kabelbinder und eine Bohrmaschine, zu dem aber noch später. Und jeder Fotograf hat es wahrscheinlich schon zu Hause, Stative mit vorne so einem langen Zapfen weg und einer Hintergrundstange, die normalerweise dafür verwendet wird, dass man eben diese Kartonhintergründe aufhängt. Wir haben hier die ganz lange genommen, die sollte für unsere Zwecke reichen. Was gibt es sonst zur Location zusammen? Wir achten darauf, dass kein Strom in der Nähe ist, wir wollen uns immerhin nicht verletzen. Und wenn man so ein Shooting macht, sollte man vielleicht auch darauf achten, dass es nicht zu kalt ist, weil das Model, das dann unter dieser Regendusche steht, der wird sonst erfrieren. Und oberste Regel bei uns ist immer, das Model muss überleben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir es einmal an und ich hoffe, es funktioniert. Also wir machen jetzt einmal zwei Löcher in die Mitte. Mal schauen, ob es was bringt. Wir hätten das Wasser vorher ausschalten sollen. Ja, okay. Machen wir noch eins. Bisschen schief. Bitte mal Wasser aufdrehen. Oh! 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 Es ist Regen, oder? Ich bin sehr überrascht. Also zwei Löcher im Schlauch sind für einen Gärtner Desaster, für uns aber sehr, sehr gut. Mach ich da noch an. Hallo. Als Erfahrung kann ich sagen, in dem Winkel, wie die Löcher gebohrt sind, in dem spritzen sie auch. Und wer in Physik aufgepasst hat, weiß, am Ende des Schlauchs, wenn da viele Löcher drinnen sind, ist weniger Druck als wir am Anfang. Probier nochmal. So. Man kann am Boden jetzt schon sehen, wo unser Regen auftrifft. Das ist sehr wichtig, weil jetzt kann man ungefähr abschätzen, wie weit die Blitze wegstehen müssen. Weil um Regen wirklich sichtbar zu machen, muss man es von hinten anblitzen. Aber das soll ein etwas anderes Problem sein. Wir werden das Ganze jetzt einmal testen. Holen wir uns einmal ein Model. So, der Aufbau war jetzt eigentlich nicht wirklich schwierig. Hinter mir seht ihr noch Blitzlicht. Das ist mal eine andere Geschichte, wie man das aufbaut. Es geht jetzt eher darum, dass wir das jetzt testen wollen. Also diese Regenanlage, die ist über mir. Und wie der eine oder andere vielleicht vermutet, haben wir jetzt in der kurzen Zeit ein Problem gehabt, ein Model zu finden. Und mein liebes Art-Team hat sich eine Sache ausgedacht, wo ich mich vehement dagegen gesträubt habe. Aber sie haben, weil sie halt mehr sind, gewonnen. Und
dieser Augenblick der Fernseh- oder YouTube-Geschichte, der könnte für manche jetzt sehr verstörend wirken. Und auch wenn mein Kameramann vor lauter Lachen die Kamera fast nicht mehr ruhig haltet, bitte ich euch, mich nicht zu verklagen oder jetzt auf Stopp zu schalten, falls euch das zu hart wird. Weil jedes Shooting braucht natürlich eine Pamela Anderson. Wassermarsch bitte! Ihr seid so gemein. liebe Models, ich habe jetzt einmal eine halbe Stunde lang euren Job genießen dürfen. Und ihr seid wahnsinnig, dass ihr euch das antut, mit uns zu shooten. Du darfst nicht so, nein.